Von den letzten zwei Leveln habe ich tatsächlich beim Kistenedelstein ein bisschen Respekt. Schauen wir mal, wie es läuft. Erstmal wieder in die Atlaskugel. Hier sind wir. Das wird ein bisschen länger dauern, weil es hier viele Wege und viele Umwege gibt. Oh, naja. Das liegt, wenn man das auf Platinen grinden will, dann erfordert das einiges an Können und Aufmerksamkeit. Aber komme ich hier hin? Was passiert hier? Keine Ahnung. Aber das normale Relikt sollte ja überhaupt kein Problem darstellen. Wie ich diese Musik überhaupt nicht vermisst habe. Vom Platin Grind. Ich habe die immer noch im Ohr, als wäre es gestern gewesen. War wahrscheinlich auch gestern. So, hier geht's schon weiter. Was? Nein! Warte, was war denn auf der anderen Seite? Ach, bin nur zu dem Dinges gekommen, ne? Zu der. Aber das war nur diese Röhre. Okay, okay. Okay, also ganz langsam, weil hier runterfallen, das wünscht man ja keinem. Aber ganz ehrlich, ich gehe da unten rum. Als ob ich mir jetzt die scheiß Mühe mit diesem scheiß Tiger da mache. Muss ich mal sonst was gehen. So, den Edelstein, wenn man ja sorgfältig genug rumrollert, dann kriegt man den Edelstein auch mit. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo der ist. Aber den zu kriegen sollte kein so großes Problem sein. Wir haben zwei Röhren. Die sollten am Ende, ja, die sollten beide verbunden werden. Ach, so viele Sackgassen sind es hier gar nicht, wie ich erst dachte. Das geht eigentlich. Mit ein bisschen Vorsicht haben wir das Ganze ganz schnell abgefrühstückt. Checkpoint, wunderbar. Perfekt. Perfekt, magnifico. So, und ich glaube, auf diesem Weg ist der Edelstein. Wir erstmal abwarten. Ja, da ist er. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch alle Kisten. Wobei es da auch viel durch die Nitro-Kiste geben wird. Also, ich glaube bestimmt 30 Nitro-Kiste hier. So direkt war das jetzt. Es war keine Aufforderung, liebes Spiel. Mini-Nitro entgegenzuscheißen. Aber danke. Hier geht's um die Kurve. Habe ich mir gemerkt. Ich habe das so oft versucht, mega schnell durchzuziehen. Dass ich die richtige Route halbwegs noch auswendig kann. Hier geht zum Beispiel gleich eine Röhre runter. Wusste ich noch. Will ich die nehmen? Ich weiß es nicht. War egal. Okay, hab's mir fast gedacht. Ich will irgendwo Nitro, deswegen. Obacht. Okay, ja, Nitro wird doch. Also, wir sind nicht mehr so weit vom Ziel weg. Ich hätte echt gedacht, das wird länger dauern. Und noch ein Shake-Punkt. Das ist ja wunderbar. Ist ja quasi gratis hier. Ist alles hierher geschmissen. Und das Relikt wird auch nicht viel teurer erkauft werden. Ja, habe ich das gerade eigentlich richtig gesehen? Hatte ich gerade 54 und dann nach vier weiteren Kisten 57? Das wäre nämlich ziemlich dumm. Ich frag nur. So, 5 Kisten noch auf dem anderen Weg. Hoffentlich in Klammern. Ganz schön, wie es die ganze Zeit vibriert. Das nervt ja gar nicht. Alter. Halt. Was? Vorne fehlt noch eine Kiste. Da! Wenn ich jetzt nicht sterbe, dann war das ziemlich free. Gut, dass ich das so oft gespielt habe. Und das Relikt, zumindest Saphir, sollte nicht so schwer werden. Für Platin muss man grinden. Also wenn man hier sein Movement nicht in- und auswendig kennt, hast du mit Platin ja keine Chance. Wollen wir aber nicht, also egal. Wie oft ich jetzt schon gesagt habe, oh, das Platin ist so schwer, aber will ja gar nicht Platin, ist ja egal. Es geht mir schon langsam selber auf den Sack, das dauernd zu sagen. So, was war ja noch mit der Zeit? Eine Minute? Ja, ich weiß es nämlich nicht mehr. Mehr zu sehen. Ich werde nicht so durchrushen, aber ich werde schon so ein bisschen Tempo versuchen aufzubauen. Einfach weil ich nicht weiß, wie schwer die Minute ist. Wahrscheinlich überhaupt nicht schwer. Wie die meisten anderen Relikte.
Probieren kostet ja nichts und fragen auch nicht. So, die Bahn habe ich auch schon im Kopf. Dann geht's hier einmal rüber. Dann gibt's hier noch ein bisschen Kisten. Obacht. Herr Nitro hat mir schon mal fast den Kopf gekostet. Deswegen bin ich vorsichtig. So, die Zeitkisten hier braucht man gar nicht mitnehmen, weil die lohnen sich nicht. Da hin und wieder zurück, das bringt eigentlich gar nichts. Komm schon, wir haben es gleich, Baby. Es wäre so locker, es ist so locker! Gold! Es ist Saphir, glaube ich. Aber da habe ich auch kein Problem. Ich kann irgendwie Saphir und Platin teilweise schlecht unterscheiden. Also Platin war das nicht, da war ich mir schon sicher. So gut war das jetzt nicht. El Grande Finale. 40, ja, das geht. Und ich glaube, Platin war dann irgendwas bei 35. Wenn ich mich recht erinnere. Aber gut. Naturgewalten. Erst die zwei Edelsteine, dann der Bosskampf und dann das Relikt und dann eventuell nochmal der Bosskampf. Mal gucken. So lautet ja zumindest der Plan. Zur Erinnerung, PS, die Musik ist ziemlich cool. Ich bin schlecht. Und zur anderen Erinnerung, warum ich erst die Dinge jetzt möchte. Erst die Edelsteine und dann den Bosskampf, bevor ich das Relikt hole. Weil ich wissen möchte, das habe ich nie rausgefunden. So holt man nicht alle Kisten, Noni. Fuck. Okay. Weil ich wissen möchte, ob das, was im Ende gesagt wird von Uka Uka. Ja, wir wissen zwar, dass Crash alle Kristalle gesammelt hat, aber keine Edelsteine. Mit den Edelsteinen können wir die Masten zum letzten Mal wiederbeleben. So, also ist das Ende jetzt ein Ende für alle Edelsteine? Oder für alle Edelsteine plus alle 30 Relikte? Und diese Frage ist ja erstmal überhaupt nicht geklärt. Kann ich mal bitte weggehen? Dankeschön. Könnte ich bitte sterben? Dankeschön. Boah, wenn ich das... Ich hasse... Hier einen Edelstein zu kriegen für Kisten... Hölle. Absolute Hölle. Wie soll ich denn da rüberkommen? Der blockt mich doch die ganze Zeit. Du mal spacken, ey. Gut, dass ich die Arschlochmaske habe. Jetzt kann ich einfach durchziehen. Das ist scheißegal. Ich will ja Kisten. Das hat funktioniert. Aber genau. Genau. Na klar. Da. So, vielleicht mit ein bisschen Vorsicht zumindest. Also immer rechts halten, mal links ziehen. Nach links ziehen kann man immer. Na, hier nicht. Aber hier. Bisschen Vorsicht. Der Edelstein war über zwei Nitro-Kisten, die so seitlich waren. Da bin ich mir auch noch ziemlich sicher. Aber um den geht's erstmal gar nicht. Oh ja, diese drei Masken habe ich wirklich gebraucht. Danke, Spiel. Wahrscheinlich verpasse ich gleich eine Kiste und darf nochmal starten. Würde mich freuen. Habe ich es gesagt? Habe ich es gesagt? Ich habe es gesagt. Richtig. Kann mir irgendwer Schaden zufügen? Wahrscheinlich kann ich mir nicht genug Schaden zufügen bis zum Levelende. Würde mich nicht wundern. Oder, warte, ich kann auch schon mal den Edelstein einfach einsammeln. Und dann sterben. Weil der Edelstein war ja genau... Der war hier, genau. Ja, nö, oder auch nicht. Ich will ihn eigentlich gar nicht. Will ich mich eigentlich mal entscheiden, was ich möchte? Egal. Dafür habe ich die Maske, ja. Die Mitleids-Arschloch-Maske, wie ich sie so gern nenne. Für alle, die so oft versagt haben, dass selbst das scheiß Spiel Mitleid hat. Der. Bei diesem Hügel war das Problem, ich hatte nicht genug Geschwindigkeit, bin ich ziemlich sicher. Aber ich wusste nicht, ob ich Geschwindigkeit brauche und ich wollte nichts riskieren. Hat sich am Ende sehr gut ausgezahlt.
Wenn ich jetzt fröhliche Kopfschmerzen morgen gucke, ich sag's nur. Ich mein, gut, Schädel aus Stahl, sag ich auch nicht, nein. Ah, passt. Vielleicht wird's ja jetzt was. So, hier muss ich oben bleiben. Nee, muss ich nicht. Echt nicht? Ich war mir ziemlich sicher, ich muss oben bleiben. Mein Gehirn trügt. Betrügt mich. Scheinbar. Da brauchte ich nur Geschwindigkeit. Zwar ein bisschen gepokert, aber es hat funktioniert. Ah, genau, hier musste ich jetzt springen und dann oben bleiben. Weil die Kisten. Wusste ich noch? Immer schon rechts halten. Ist meistens so bei den für die schweren Kisten. Ich weiß auch nicht warum, aber ist so. Komm schon. Wird mich das Spiel verarschen oder nicht? Die Kiste wird auch so zerstört. Yes! Boom, Junge! So geht das nämlich. Oh, das hätte so viel schlimmer ausgehen können. Okay, wie angekündigt kommt jetzt der große Test. Kriegen wir jetzt schon das 105% Ende. 106. Ich bin so ein Crash Warp drin. Weil ich da sehr Speedrun interessiert bin momentan. Aber das hier sind nicht 100... Also das sind 105, aber es gibt 106 vor diesem Jahr. So. Also wir besiegen Cortex einmal zu Recherchezwecken. Wenn wir das richtige Ende kriegen, dann werde ich überspringen. Einfach um das Projekt richtig abzuschließen. Und wenn das falsche Ende kommt, dann werde ich mich drüber lustig machen. Drüber lustig machen, dass da von allen Edelsteinen die Rede ist, die ich habe. Aber dem Spiel reicht das nicht. Das Spiel will 106%. Dann soll es das auch sagen. Ich bin gespannt. Komm, gib mir Cortex. Full of the glass. Glatze. Sollte sich wie Glatze anhören. Ich weiß nicht, ob es das getan hat. Full of the glass. Na, ist egal. Was? Wie genau hat mich das getroffen? Ich frage nur aus Interesse. Ich frage für einen Freund. Like, what? So, jetzt kommt einmal Feuer. 3-1-2-3, die habe ich mir jetzt gemerkt. Nein, 3-2-1-3. Oder? Ne, 3-1-2-3, stimmt schon. Gott. 3-1-2-3. Wie kann eigentlich Akku da oben sein, aber mir nicht helfen beim Kampf, wenn ich getroffen werde? Das ist vielleicht ein bisschen dumm. Oder warum zeigt dir keine das Ausmaß von deiner Behinderung? Oder so ähnlich. Oh, es ist ja wirklich gefährlich hier. Bei diesen ganzen... Ich meine, selbst wenn ich dich hier oben stehen könnte, es wäre nicht schwerer. Es wäre nur, Ah, ich weiß auch nicht, was es wäre. Das war's noch nicht, ne? Der macht noch eine Runde. 2-1-4, glaube ich. Ja, 2-1-4. Das war 1-3? Na, 2-1-3-4 wahrscheinlich, okay. Und das war's. Der Bosskampf ist mega einfach irgendwie. Ich hatte früher so viele Probleme mit, bis ich gelernt habe, dass man hier drauf stehen kann. Das war's auch schon. Welches Ende gibt's denn? Die Elementalen sind noch... Kannst du mich nie gewinnen lassen? Was willst du von mir, du Schwachkopf? Oh, warte. Nein, Uka Uka, ich kann alles... Ach, tatsächlich! Ich brauche das letzte Relikt gar nicht. Für das Ende, das ist cool. Egal, ich werde es natürlich trotzdem holen. Einfach um diesen 106%, die ich gerne haben möchte, gerecht zu werden. Deswegen holen wir uns jetzt das letzte Relikt. Bam, 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 bam.
Naturgewalten, 1-10 und bitte. El Grande Finale. Also bitte. Und los. Es wird nur darum gehen, nicht drauf sehen und die Zeit ist quasi gratis. Also das Relikt ist gratis, weil es einfach ist. Wollte ich sagen. Schön, wie ich Zeitkisten verpasse. Mit Platin brauche ich jetzt nicht mehr rechnen. Habe ich aber auch nicht. Ich habe ja nicht drauf. Ne? Ich sag's nicht nochmal, weil inzwischen widert es mich selbst an, dann auf diese Platin-Scheiße hinzuweisen. Wahrscheinlich verlinke ich einfach unter jedem Part, wo es um Relikte geht, auch das Video mit allen Platin-Relikten, was ich gemacht habe. Beziehungsweise die zwei Videos. Das eine Video war ja zur Erinnerung alle Relikte, die, was auch immer das gerade war, alle Relikte, die ich die ich im LP damals geholt habe. Ich glaube, davon waren schon 15 Platinen, weil ich halt so gegrindet habe. Und die 15 anderen Platinrelikte waren dann in einem extra Video. Und ich werde wahrscheinlich einfach beide verlinken. Ich meine, warum nicht, ne? Schadet ja keinem. Den Elfter hätte ich nochmal mitgenommen. Und die Blue Musik hat ein Ende in 5. Also sagen wir 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ein bisschen verzählt. 2, 1 und Feuer. Finale. Also dann. Nochmal Cortex. Hat er nicht gereicht, ihn zweimal zu klatschen? Alle guten Dinge, ihr kennt den Spruch. Sprechen wir nochmal kurz. Wir können Coco nochmal nerven. Hallo Coco. Hi, hey, hey, hey. Ich will nicht speichern, ich will Coco angucken. Ah! Oder so ähnlich. Hallo. Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Als wäre irgendwas Elektrisches gerade. Jetzt ist es weg. Verbuch's mal, Soundpark sagt mir scheißegal. Und das letzte Ende. Also das 106% Ende. Ach, ihr wisst schon. Hier sind wir. Mit der einzigen Attacke, vor der man sich fürchten muss, der erste Knopf. Warum ist dieser Kampf so einfach? Warum wäre selbst ohne diesen Texturenfehler hier einfach? Ich meine, ich könnte mich für die vier hier hinstellen und im Notfall einfach von da nach da springen oder so. Nein, fuck, scheiße. Ach, ich war in der falschen Ausrichtung dann. Toll, das war's. Ich werde sterben. Wäre ich doch nicht. Einfach und gut hat dann irgendwie doch nichts miteinander zu tun. Dann brennt es eben. Like I give a shit! Ich muss nur rechtzeitig weg sein für die Meteoriten, aber dann geht's auch schon. So, und 3-1-2-1, dann hagelst du mal kurz. Was, 3-1-2-3? Ach, ich vergesse es immer wieder. Ich weiß nicht, warum ich so auf 3-1-2-1 fokussiert bin. Warum ich denke, macht nochmal eine Steinattacke am Ende. Ich weiß es wirklich nicht. Hat sich warum auch immer fälschlicherweise in meinen Kopf eingebrannt. Oh, ich hab Angst. Dass du lutscht. Was? Das war knapp. 4-1-3-4-2-1-4. Oder 2-1-3-4 noch. 2. 1. 3. 4. Habe ich es gesagt, habe ich es gewusst. Und hier ist das Ende. Von, also hier, also gleich. Das Ende. Von Crash Bandicoot 4, der Zorn des Cortex. 106.
50%. Und bitte. Kannst du mich nie gewinnen lassen? Was willst du von mir, du Schwachkopf? Nein, Uka Uka, ich kann alles erklären. Dafür ist es jetzt zu spät. Ich finde, das hättest du nicht tun sollen. Oh, nein. Wo bin ich? Halt mal. Der lästige Wissenschaftler kann mich nicht mehr kontrollieren. Wo ist der erbärmliche Einfallspinsel? Wir haben jetzt keine Zeit dazu, Grant. Achtung! Kritische Stromüberlastung in der bösen Raumstation. Rennt um euer Leben. Dein Energiestrahl hat anscheinend eine leichte Kettenreaktion ausgelöst. Und wir gehen wohl besser zu den Fluchtkapseln. Es ist alles dein Fehler. Wenn du den Kopf nicht eingezogen hättest, wäre das nicht passiert. Das sieht nicht gut aus. Hey, möchte einer von euch mitfahren? Das Voice Acting zackt, Goku. Ich wollte es nur sagen. Ich wollte vieles nur sagen. Crash, Goku. Akku, Akku. Tiger. Ich bin euch allen dankbar. Ohne euch wäre ich immer noch in der Hand von Dr. Cortex. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt. Bitte, bitte, Crunch. Hey, glaubst du, dass wir Dr. Cortex und Uka Uka jetzt los sind? Ich möchte das zwar gerne glauben, meine Kinder, aber irgendwie bezweifle ich es sehr. Dummkopf! Idiot! Trottel! Du hast uns ins Nichts geführt! Au! Warte, ich kann alles erklären. Ich werde mir meine Rache holen, Crash Bandicoot. Warte nur ab. Und hier geht's dann weiter. Drei Jahre später, ja. Bei Crash Twinsanity. Auf dieser Insel geht's dann. Ging's weiter. Ja. Das war eine einzige Aufnahme und direkt durchgezogen. Die Aufnahme ging jetzt 6 Stunden 10 ungefähr. Allerdings waren davon geschätzt, und ich glaube, diese Schätzung ist ziemlich gut, 45 Minuten Ladezeit. Also ich bin in 25 Level, dann zweimal wegen den Relikten und dann nach oben. Also insgesamt 60. Mal jeweils 20 Sekunden rein und raus, also 40, das heißt 2400. Und wieder durch 60, also 40 Minuten ungefähr. Und dann noch da, wo ich versagt habe, also so 45 Minuten an Ladezeit. Für ein 6-Stunden-Spiel, Nein. Ja, Alex Skillman, du hättest auch mal besser machen können, oder? Jetzt haben wir deinen Skill einbringen können. Bei den Ladezeiten, ja. Was bleibt noch zu sagen? Ich glaube, meine Meinung zu dem Spiel ist im Laufe des LPs sehr gut deutlich geworden, sodass eine Zusammenfassung hier nicht mehr notwendig ist. Wenn ich dran denken sollte, was ich wahrscheinlich nicht werde, aber wenn, kann ich gerne nochmal dieses Review in die Beschreibung packen, von dem ich geredet habe, wo eigentlich alles, was ich gesagt habe, nochmal aufgegriffen wird und nochmal besser beleuchtet wird. Aber so die Hauptkritikpunkte sind die gleichen. Und. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Warum gibt's eigentlich Special Thanks und Additional Special Thanks? Also, warum kann man es nicht in eins? Also, ich frage ja nur. Das ist, glaube ich, auch ein Leitsatz dieser LPs. Ich frage ja nur. Oder ich sag's ja nur. So. In der Richtung. Vielleicht nenne ich die Folge, dieses Finale. Ich hab's ja nur gesagt. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass man das in 6 Stunden durchziehen kann. Also ohne Ladezeit so ein 5,5, sagen wir jetzt mal. Schätzt. Also zumindest, dass ich das kann. Dass man das kann, weiß ich. Der Weltrekord für 106% liegt, glaube ich, bei 3 Stunden oder so. Ohne Ladezeit. Oder 2,50. Ja, ich glaube 2,50. Also relativ fix. Aber so für meine Performance, dafür, dass ich das Spiel schon seit einem Jahr nicht mehr angefasst habe. Also so gar nicht. Habe ich, glaube ich, gar nicht so schlecht geschlagen. Und damit können wir gerne mal ins Hauptmenü gleich zurück. Und mal speichern, weil warum nicht? Keine Soundglitches. Sowas gibt's hier nicht. Also gehen wir nochmal zurück.
Und dann war's das. Mit Ladezeiten, Alter. Du lädst das Hauptmenü, da passiert nicht mal was. Oh, bis auf diese fancy Animation, die wirklich 10 Sekunden in Anspruch nehmen sollte. Also, das war Crash Bandicoot, der Zorn des Cortex, oder The Wrath of Cortex. Und das nächste Mal dann, New Spell, oder Spell laden. Tal Netherlands. Oder auch nicht. Und hat mich gefreut. Euch hat es auch nicht Spaß gemacht zum Zugucken. Ich habe mich, glaube ich, ganz gut angestellt. Und vielleicht ja bis morgen, was auch immer dann kommen mag.